Ja, Sandro Lauper, am Schluss ist es eine 2-0-Niederlage. Es klingt leider nicht das Goal zu schiessen gegen Ajax Amsterdam. Aber gleich die ersten 20 Minuten, die haben richtig Spass gemacht. Ja, es war auf dem Platz so. Komplett anderes Spiel als vor einer Woche. Vor allem in der Startphase. Ja, wir waren viel mutiger, haben viel mehr probiert, Fußball zu spielen. Ja, sehr gut, wäre sicher drin gelegen und ich glaube, hätten wir auch verdient heute. Ist das auch das gewesen, was man sich vorgenommen für das Spiel? Klar, denkt man irgendwie an das Wunder irgendwie zu realisieren, aber die Aufgabe einfach schon nur zu zeigen, hey, wir können auch kicken, wir können auch mitspielen, wir wollen im Rückspiel einfach zeigen, IB ist da. Ja, sowieso. Daheim sowieso eigentlich gegen jede Mannschaft bewiesen, dass wir auch gegen grosse Mannschaften, vor allem daheim, können mithalten. Ja, wir sind vor allem in das Spiel gegangen und wollten gewinnen. Was das Resultat macht am Schluss, war eigentlich Nebensache gewesen, aber Hauptsache, ja, die Leistung stimmt. Was hat am Schluss gefehlt, für dass es nicht hat gelangt, für eben zu gewinnen oder das Goal zu schiessen? Ja, ich glaube, die berühmten Details, die es auf diesem Niveau halt braucht, genau dann, wo du musst da sein, zu diesem Zeitpunkt. Ja, man sieht, beim 1-0 verlieren wir nach einem Einwurf den Ball, beim 2-0 unglücklichen Penalty, wo wir vorher den Ball blöd verlieren in Offensivbewegung. Also, ja, in diesen Situationen müssen wir sicher noch cleverer werden, aber ich glaube, es kommt genau in solchen Spielen gewünscht Erfahrung und das kommt dann dazu. Du bist heute auch mal wieder in der Innenverteidigung zum Einsatz gekommen. Es hat eine Umstellung gegeben mit der Auswechslung von Ali Kamara zum ersten Mal, glaube ich, in einem Pflichtspiel, neben dem Fabio Lustenberger verteidigt. Wie war das gewesen, mal wieder in der Innenverteidigung? Ja, ich glaube, es war ein spezielles Spiel, wo wir viel Mal gegen Mann gespielt haben. Darum sind wir gar nicht viel zusammen zum Spielen gekommen. So. aber nein, wir verstehen uns auch super auf dem Platz wie neben dem Platz. Ich glaube, wir können gut beide gut Fußball spielen, spielen gerne mit Füßen und ja, es klappt, glaube ich, gut. Hat man auch gesehen, hat gefragt, die dort mal wieder zum Einsatz gesehen. Auch die schönen Bälle hinten raus. Macht durchaus Lust auf mehr. Mehr gibt es am Sonntag, wenn es weitergeht in der Liga, wo man jetzt auch ein bisschen, sagen wir mal, Platz hat für den Cup-Wettbewerb irgendwie noch zu bestreiten. Haben wir noch gar nicht erst Tag angefangen. Also zwei Wettbewerbe bleiben noch. Und klar, zwei Pokale letztlich gibt es auch zu holen. Ja, es ist so. Ich glaube, es ist vor allem Fokus jetzt auf das. Die Meisterschaft sicher wieder zum Siegen zurückkehren. Gerade vor der Nazi-Pause sicher nochmal ja, die drei Punkte und ein positives Resultat reinholen. Also eine gute Aufarbeitung von diesem Ausscheiden und hopp IB am Sonntag. Merci, danke. Merci. Fabio, am Schluss reicht es nicht zum Goal und auch nicht zum Sieg gegen Ajax. Und trotzdem haben wir ein ganz anderes Spiel gesehen als vor einer Woche. Redet ihr auch ein bisschen mit einem stolzen Kapitän auf das Team? Ja, ist natürlich schwierig jetzt nach zwei Spielen mit 0-5 rausgehen, dass man von Stolz kann reden. Aber grundsätzlich glaube ich, haben wir heute wirklich eine Reaktion gezeigt. Wir haben ein anderes IB gesehen, wir haben ja, gut verteidigt, wir haben ein Risiko auf uns genommen, wir haben hoch verteidigt, wir sind 1-1 gegangen. Und ja, ich glaube, wenn man das so will, was denn gefällt, ist vielleicht mal so ein Goal in der ersten Viertelstunde, wo ja einer reinrutschen könnte, durch einen Eckball oder Suki, der die Chance hat, der abblockt wird. Also irgendwie einen reinrutschen, vielleicht nimmt es dann so eine, ja, wie soll ich sagen, nimmt es so eine automatische, ja, kommt da so eine Flow rein. Das ist nicht passiert und nachher der erste Fehler, den wir machen, ist eiskalt bestraft worden. Das war natürlich die Luft ein bisschen draussen, im Sinne von, dass es noch schwieriger war. Trotzdem, glaube ich, haben wir über 90 Minuten dagegen gehabt. Wir haben alles versucht, wir haben nach vorne gespielt, wir haben hoch verteidigt, immer wieder. Wir haben uns nicht auskügeln lassen, sage ich jetzt mal, und haben, glaube ich, wirklich ein anderes Gesicht gezeigt. Man kann auch sagen, heute Abend ist irgendwie alles ein bisschen gegen IB gelaufen. Eben die eine Szene im Strafraum führt bei uns nicht zur Penalty, bei ihnen führt zur Penalty. Der VAR, der sich auch noch meldet. Also eben, wie lässt man sich da nicht unterkriegen, dass man nicht zu Gedanken kommt, heute können wir machen, was wir wollen, es klappt einfach nicht. Wie ja, glaube, die gute Energie? Ich glaube, wir sind uns der Ausgangslage schon bewusst gewesen, dass es extrem schwierig wird und dass es extrem viel zusammenpassen muss. Darum ist das noch in so eine bittere Beigeschmack, wobei man muss auch ganz klar festhalten, dass Ajax verdient weiterkommt. Ich glaube, wir nicht diskutieren, dass es da irgendwie knapp war, sondern sie sind verdient weitergekommen, sie haben unglaubliche Qualität. Sie haben es auch heute wieder gezeigt, wenn man sich in Lodl spielen, was sie für Qualitäten haben. Heute haben sie es besser gemacht, wie gesagt, aber schlussendlich ja, nimmt man das so, wie es ist. Ein anderes Mal läuft es vielleicht wieder für uns oder dann gibt es wieder eine Entscheidung für uns. Von dem her sind Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Wir haben unsere Leistung können beeinflussen können, das haben wir gemacht. Die Reaktion ist da gewesen. Und ja, jetzt haben wir noch ein Spiel vor der Brust und dann ist, glaube ich, mal die wohlverdiente Länderspielpause, die ansteht.
Ja, jetzt ist auch ein bisschen Zeit, um Bilanz zu ziehen. Man ist vorgestossen, das erste Mal Clubgeschichte in die Europa League, in der Runde der letzten 16. Wenn du so zurückschaust auf die Kampagne, die unglaublicherweise irgendwann im August hat gestartet hat, mit dem Klagsvik-Match. Eine schöne Reise, die der BSC IB hat vollbracht unter komischen Umständen, aber trotzdem darf man stolz sein auf die Kampagne, die IB gespielt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, eine schöne Reise und auch eine lange Reise. Ich glaube, wir haben das uns verdient, dass wir so weit gekommen sind. Wir haben die Gruppenphase, ich glaube, eine relativ souveräne Gruppenphase gespielt, obwohl wir im letzten Spiel geklaut haben müssen zittern. Trotzdem haben wir unsere Punkte geholt, haben gegen die vermeintlich kleinere Mannschaft unsere Punkte geholt, haben Sofia zweimal geschlagen, Klaus geschlagen und unentschieden und AS Rom einfach ein bisschen Lehrgeld zahlt für die wenigen Fehler, die wir gemacht haben. Und dann haben wir, glaube ich, das Highlight gehabt mit Leverkusen, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, wenn wir als kleine Schweiz, wo wir in Deutschland einfach gesehen werden, wir sind einfach die kleine Schweiz in Deutschland, das ist einfach so, das habe ich 12 Jahre lang gemerkt in Berlin. Darum haben wir einen Bundesligist rausgeschossen und verdient rausgeschossen und relativ, ich sage, souverän ist vielleicht falsch gesagt, aber trotzdem einfach gut sind wir gesehen in den zwei Matchen. Und das gibt einem ein gutes Gefühl. Wenn jetzt vielleicht Enttäuschung da ist, nach zwei so Spielen gegen Ajax, muss man einfach anerkennen, dass sie noch eine Stufe höher sind als Leverkusen europäisch, noch eins besser sind und sie uns verdient geschlagen haben. Aber wir schauen trotzdem, wenn wir mit einer Nacht schlafen, mit vielleicht auch ein paar Tagen Abstand, mit mal ein paar Tagen Kopflüften nächste Woche, schaut man dann wirklich auf eine positive Kampagne zurück. Und wir haben wieder können Geschichte schreiben. Wir haben letztes Jahr mit dem Double können Geschichte schreiben wieder. Wir haben das ja mit der Europa League Quali für das Achtelfinale wieder können. Also der Weg, wo wir bestreiten, ist, glaube ich, wirklich der richtige und der ist gut. Und es macht Spass und dort müssen wir dranbleiben. Noch ein bisschen Potenzial hat er auch noch übrig gelassen, für nächstes Jahr noch mal einen draufzusetzen, voilà, noch mal ein bisschen so mehr Geschichte. Das wäre so schwierig geworden, gell? Also, ja, gutes Aufarbeiten von dem Ausscheiden. Gutes letztes Aufbäumen noch mal vor den verdienten paar Tagen Ferien oder der Sicherheit. Dankeschön. Hobby. Merci, danke.